Ja, hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Wir beschäftigen uns mit glasfaserverstärkten Kunststoffen und suchen Lösungen für unsere Kunden. Immer wenn wir auf Sonderkonstruktionen kommen, das heißt Leitern, Laufstege, Treppen und solche Sachen, dann müssen wir im GfK-Bereich etwas anders denken aufgrund des Werkstoffes, als das jemand im Metallbereich machen muss. Das sieht man hier ganz schön an den Beispielen, die wir haben. Hier seht ihr eine Plattform, die auf einem Hallendach gebaut wurde. Wir haben hier eine Begehung, um halt an ein Kühlsystem ranzukommen, um dort Wartungsarbeiten durchzuführen. Wir haben hier auch eine Leiter, die gebaut wurde. Und was ihr hier schon sehen könnt, es gibt immer auch wieder Verbindungsstellen, wo ich ich GfK-Profile miteinander verbinden muss, wo ich vielleicht Pfosten mit einem GfK-Profil verbinden muss. Überall typische Verbindungsstellen, bei denen ich Schrauben nutze. Und da wollen wir mal auf eine kleine Besonderheit eingehen. Was wir im GfK-Bereich nämlich machen, wir achten darauf, dass das Bohrloch möglichst einen Randabstand hat von 3,5 mal dem Bohrlochdurchmesser. Das ist eigentlich untypisch. Im Metallbereich kennt man das eher, dass man sagt, so Abstand zum Bohrloch, je nach Plattenstärke, liegt irgendwo bei 1,2, 1,5 mal dem Bohrlochdurchmesser. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehe ich auch von der Außenkante des Metallteils aus bis zur Mitte Bohrloch. Wir sagen immer, okay, da muss ein Rand stehen bleiben, der ist definiert vom Außenkante des Profils bis zum Rand der Bohrung. Warum ist das so? Man sieht es hier ja. Hier haben wir wirklich eine große Überlappung. In dem Fall liegt dieses U-Profil noch auf einem anderen U-Profil auf. Aber man hätte es ja auch kürzen können. Warum machen wir das nicht? Damit es stabiler ist. Und zwar, Metall hat ja ein Atomargefüge, kann man sich vorstellen. Das hängt sehr eng zusammen. GfK, habe ich euch ja schon ein paar Mal erklärt, ist in dem Bereich eher so ein bisschen wie Holz zu sehen. Auch bei einer Holzplatte habe ich Fasern, die hier in Längsrichtung gehen und weniger Fasern, die in Querrichtung gehen. Das heißt, auch bei einer Holzplatte, wenn ich da eine Bohrung sehr nah am Rand mache, dann kann man sich vorstellen, die Fasern reißen viel schneller aus und Kräfte, die in dem Randbereich auftreten, werden nicht so gut auf benachbarte Fasern übertragen. Und das wollen wir uns gleich mal in der Werkstatt auch in einem kleinen Praxisversuch angucken, den wir für euch gemacht haben. Also wir haben hier jetzt pultrudierte GfK-Profile. Und zwar ein Profil 150 mal 50 mal 6 mm. Hat also eine Breite von 150 mm, Steghöhe von 50 und hat 6 mm Wandstärke. Jetzt haben wir gesagt, wollen wir uns mal anschauen, wie sieht das aus mit Bohrlöchern und dem Randabstand hier. Also das Bohrloch hier hat 5 mm Randabstand und wie ihr hier so schön sehen könnt, wir sind hier bei 5 mm Randabstand, hier ist er bei 10 mm, bei 15, 20 mm, bei 30 mm, bei 45 mm bis zur Mitte des Bohrlochs und bei 45 mm Randabstand. Wir werden jetzt mal diese GfK-Profile nehmen und mal einen kleinen Ausrisstest machen. Deswegen haben wir unser Regal ein bisschen präpariert, um da gleich mal ein paar Auszugstests manuell machen zu können. Wir haben hier einfach eine Gewindestange reingezogen und die festgemacht, damit ich ein Gegenlager habe. Jetzt nehmen wir unser GfK-U-Profil, 150 mal 50 mal 6 mm. Pultrudiert. Und da haben wir ein Bohrloch reingebracht, was einfach nur 5 mm Randabstand hat, also aus unserer Sicht deutlich zu wenig. Und das werde ich jetzt einfach mal versuchen auszureißen. Mal gucken, ob es klappt. So, wir hängen es mal hier ein. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann es noch besser rausreißen, aber vielleicht muss man noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Na so, das, was man hier jetzt sehen kann, wir haben das Profil relativ einfach kaputt gekriegt. Ich hätte glatt gedacht, der Ausriss wäre noch einfacher. Man kann aber sehen, sobald eine leichte Schrägbelastung raufkommt hier, dann
sind die paar Glasfasern und Matten, die wir da haben, relativ schnell weggebrochen. Ja, und ich habe einfach keine anständige Verbindung mehr. Jetzt haben wir dasselbe GFK-Profil mit 20 mm. Ja, mit 20 mm Randabstand hier. Mal schauen, wie das funktioniert. Könnt ihr euch vorstellen, der Test wird nichts. Aber ich muss auch schon deutlich mehr Kraft aufbringen, um das hier über diesen relativ gemeinen Hebel rauszureißen. Werde ich wahrscheinlich in jede Richtung hinkriegen, dass ich so ein GFK-Profil zerbröseln kann. Ist ja auch gemein. Ihr seht ja, wir haben hier Glasfasern in Längsrichtung und dann haben wir hier die äußere Matte und die innere Matte, die hier auch ja, Quereigenschaften noch hat. Ja, man kann es aber zerstören. Jetzt nehmen wir mal unser Bauteil mit 45 mm Randabstand. Das ist das, was wir immer versuchen hinzubekommen, dass man also genügend Verbundmaterial hat, also Glasfasern in Längsrichtung, Glasfasern in Querrichtung, die auch wirklich dann noch die Kraft, die ich hier einleite, besser in die anderen Bereiche übertrage. Und dadurch kriege ich mehr Haltbarkeit hin. Ja, da beschädige ich natürlich auch das Bohrloch, wie man hier schön sehen kann. Aber die Kräfte werden hier so gut in die anderen Bereiche verteilt, dass ich halt den Ausriss hier nicht mehr habe. Und das ist ja was, wenn wir klassischerweise so ein GFK-Profil hier irgendwo an einen Pfostenrand schrauben würden hier, dann wird es diese Bewegung ja nicht geben. Da werden natürlich Kräfte eingeleitet in die Richtung, aber das ist ja schon ein Extremfall, den wir hier simulieren. Ne? Also Lehre daraus, bei GFK-Profilen immer darauf achten, dass das Mitte-Bohrloch oder dass der Randabstand groß genug ist. Am besten 3,5 mal Bohrungsdurchmesser, den ich wirklich hier an Material überbehalte, damit ich eine anständige Konstruktion habe und die auch dauerhaft hält. Ja, das war ein kleiner Ausflug. Wie konstruiere ich mit GFK richtig? Glasfaserverstärkte Kunststoffprofile, also Pultrusionsprofile, gibt es auch in ähnlichen Abmessungen wie im Stahlbau. Daraus machen wir auch Leitern, Laufstege, Treppen und solche Sachen. Ihr habt aber auch gesehen, dass da in der Konstruktion Feinheiten zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel der Abstand eines Bohrloches vom Rand des GFK-Profils. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr eigene Projekte habt im Bereich GFK, dann stellt uns die bitte über die Kommentare unter dem YouTube-Video hier. Wir freuen uns auch über Likes, ja, und auch über E-Mails von euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.